Sie sind biegsam, bunt und billig. Solarzellen aus Kunst- und Farbstoffen. Sie machen Strom aus Sonnenlicht überall verfügbar und könnten ihn sogar zur preiswertesten aller Energiequellen machen. Well, the beauty is with G-Cell that it works in kind of diffuse light situations, so if it's a cloudy day outdoors, but it also works on indoor lights, so ambient lights, lower than 200 lux, which is lower than your typical kind of living room in an evening. Die Zellen gibt es nicht nur in bunt, sondern auch halb durchsichtig. So verwandeln sie ganze Glaswände in Kraftwerke, etwa am Swisstech-Kongresszentrum in Lausanne. Die Solarfassade dort hat der Schweizer Unternehmer Tobi Meyer hergestellt. Eigentlich diese Farbstoff-Solarzellen, wie der Name sagt, bestehen aus Titanoxid und Farbstoff. Und dieser Farbstoff gibt eigentlich diese charakteristische Tönung an, das Grün, Rötlich, Orange oder vielleicht später auch mal Blau, wenn es den nötigen Farbstoff gäbe, vielleicht Blau-Grün. Und das ist eigentlich das Originelle, dass man das halbdurchsichtig machen kann, dass die Farbstoffe eine eigene Färbung geben der Zelle. Und dass man auch die Form wählen kann, weil die ganze Konstruktion ist eigentlich, dass man diese aktiven Materialien eigentlich mit Siebdruck absetzen kann. Die Solarfassade ist handgemacht und darum noch sehr teuer. Aber bald werden Stahl und Glas ab Werk mit einer Photovoltaikschicht bedruckt. Das spart Material, Zeit und Kosten. Neue Forschungserfolge machen die bunten Zellen immer effizienter. The inexpensive material, that is very important in photovoltaic business, actually, yeah. Fünfmal preiswerter könnte Solarstrom dank der Perovskit-Solarzellen werden. Eine Energierevolution. Aber noch müssen die Forscher einige Hürden überwinden. We have a problem in the perovskite solar cell, because perovskite is, as I mentioned, that is easily dissolved in polar solvents such as water. In case of the organic LED, the society or the research area, they already solved the how to protect the humidity or water. Stabiler und zuverlässiger müssen die neuen Zellen also werden. Es werden wohl noch ein paar Jahre vergehen, doch dann könnten solche Solarfassaden zum Alltag gehören.